Freunde, Nutzlocke, Soulink, ich werde dazu gezwungen. Kai, erklär Ich den werde Scheiß hier. zugezogen. Wir spielen Soul Link, Storm Silver und Sacred Gold. Für alle, die nicht wissen, was Soul Link ist, wir sind miteinander sozusagen verknüpft, beziehungsweise unsere Pokémon. Geht ein Pokémon unter, das von dem einen, geht auch das von dem anderen verknüpfte mit unter. Das heißt, ich spiele mit Handicap mal 5000. leider auf Englisch, ist aber, denke ich, nicht das Problem, hoffe ich. Und ja. Ansonsten die ganz normalen Nuzlocke-Regeln, also wir versuchen nicht zu overleveln. Dadurch, dass wir Storm Silver und Sacred Gold spielen, denke ich mal, ist ein Puffer okay, wenn wir so ein, zwei Level drüber landen sollten. Ja, außer Jimmy sagt jetzt, er hat da was gegen. Nee, aber du musst Ansonsten. auf jeden Fall mir gleich nochmal die Level Caps ansagen, dann immer. Ja, die habe ich tatsächlich gerade auch nicht im Kopf. Das ist ein bisschen. Ich weiß halt nicht. Also mein Problem ist, ich kenne ja nicht, ob die bei Sacred Gold oder Storm Silver anders sind. Ja, okay, aber dann ist es ja schwachsinnig, ein Level Cap. Also da hast du jetzt gut drüber nachgedacht, weil dann ist es ja schwachsinnig, ein Level Cap zu haben. Wait. I will search something in the dark web. Ach so, ja, vorne hier sind gerade um mich, ich muss noch mal kurz das einstellen. Oops. Okay, hier haben wir es. Okay, ich hab's. Willst du kurz mitschreiben oder soll ich dir einfach nur die Seite Nee, laufen am lassen? liebsten würde ich, wenn du mir das sagen könntest, wenn du das auf dem Handy aufmachst und könntest mir das sagen, damit ich das im Stream auch ändern kann, damit da die alle mitkriegen. Ich Ich bereite pack da mal den. gerade schon was vor. Ich pack mal gerade den Link. Oder soll ich das komplett machen? Nee, nee, mach einfach einen Link, ist egal. Ich habe mehr Monitore als du. Ja, deswegen, für mich ist. Du müsstest meinen Monitor mal gerade sehen an jeder Ecke vom Fenster. Wir gehen vom Höchsten aus, ne? Ja, immer der Höchste. Also haben wir jetzt ein Level Cap von 17 bei Falkner. Richtig? Nur damit ich es verstehe. Nee, 15. Warum, wenn wir zwei mehr machen, nur nicht überleveln? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Ja, rein theoretisch, also Level Cap wäre 15 mit Puffer von plus 2. So. Naja, genau, aber dann würde. Ja, warte, dann mache ich 15 Damit es besser plus klingt, 2, 15 ja, plus genau. 2 Max. Dann 21 plus 2. Nee, 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 warte, so funktioniert, so mache ich das nicht. Guck auf dein So. Bildschirm, dann siehst du es. Ah. Guck bitte bei dir, was ich tue. So, nur mal kurz sagen, ob Ja. das so okay ist, mittentechnisch, oder ob ich das noch anders setzen soll. Ich würde es noch weiter nach rechts setzen, wenn dann so ein bisschen zwischen und so. Jetzt geht aber das Schwarz nicht. Es geht die Farbe Schwarz nicht. Ja, Warte okay. Wir mal. sind auf jeden Fall gemaxt und wir Du. sind plus 2 gestattet. Oder Es. gerade ist es mehr Jimmy als ich. Kann ich das nicht verschieben? Oder? Aber das wäre jetzt genau die Mitte. Ja, komm, lass es so. War so ein bisschen blöd, muss ich mal. Egal. Bin ich schon hin. So, soll ich erstmal weitermachen im Text, was Regeln angeht, bevor. Ja, mach ruhig weiter. Also, Leute, nur, dass ihr es wisst, Heilung habe ich mir Gedanken gemacht, weil dadurch, dass Cap auch höher ist generell und Jimmy ja sowieso, das ist auch schwer, aber daran orientiere ich mich jetzt nicht, ja, muss ich halt jetzt anpassen. Jeder hat drei Heilungen plus eine Heilung, wenn der Gegner oder der Arena-Leiter heilt. Heißt, heilt er sein Pokémon, hast du noch eine zusätzliche Heilung. Verstanden? Also hast du es verstanden? Ich habe drei Heilungen und wenn der Arena-Leiter heilt, habe ich noch eine zusätzliche. Genau. So. Ansonsten Pokémon fangen. Wir wechseln uns ab, würde ich sagen. Also auf der ersten Route ist dann, was weiß ich, Jimmy dran als erster und dann komme ich und dann nächste Route bin ich und dann kommt Jimmy. So würde ich das handhaben.
Eigentlich müssten wir, glaube ich, auch aufschreiben, wer mit wem connected ist. Ich glaube, sonst kommen wir durcheinander auf Dauer. Wir können doch einfach festhalten, dass, wenn wir jetzt unsere Starter wechseln, dass wir beide die Starter auf dem zweiten Slot machen. Dass immer das Gesoul-Linkte auf vorne ist. Ja, ich weiß, was du meinst. Wir können es ja mal testen, mal gucken, wie gut es funktioniert. Ja, aber außerdem sehen wir ja spätestens an der Route, wo wir es bekommen haben. Dann wissen wir ja, welche Gesoul-Linkte sind. Naja, zur Not ist es ja auch unsere erste. Wenn es jetzt komplett schief läuft mit den Regeln, die wir uns ausstellen, können wir neu machen. Das ist jetzt ja, auch das Problem. Ich glaube, Route 1, bumm, vorbei. So. Warum... Also, ich bin nicht... So, dann let's try. So, das im Grunde waren es auch an Regeln, würde ich sagen. Ich wäre auf jeden Fall dafür, dass wir einen Namen finden, der für uns beide ist. Für was meinst du jetzt? Naja, als Charakternamen. Wieso, du kannst dich doch schon jetzt schreiben? Nein, wenn wir schon gesoulinkt sind, sind wir mehr oder weniger eine Person. Nur in unterschiedlichen Universen. Hast du eine Idee? Damit geht's schon mal gut los. Wir können Kaji machen, wir können Jika machen, wir können Kajiro nehmen. Ja, dann nehmen wir Kajiro. Ich finde, das passt zu dem Setting. Das ist auch von, aber mit Lower Cases, oder? Also K groß und der Rest klein, ja, genau. Ich weiß schon, wie unser Antagonist heißen wird. Ich hab deinen Paarnamen gerade im Kopf. Jetzt bin ich gleich gespannt, was das ist. Ach komm, das kann nur einer sein. Ja, my name is Kajiro. Das ist richtig. Kajiro. Entschuldigung, das ist family friendly. Family friendly ist jetzt gecancelt worden gerade. Ich hab's mit A gesagt, ja. Nobody. Ach so, übrigens, wir müssen auf... die Folgeeinstellung dann noch ändern, das ist natürlich auch eine Regel. Es gibt keinen Wechsel. Das heißt, dass du gefragt wirst im Kampf, ob du das Pokémon tauschen willst, sondern du musst easy weiterkämpfen und musst dann tauschen. Oh, cool. Es möge beginnen mit Grafikfehler. Kann manchmal vorkommen bei dem Game. Dann kurz. Wie wechsle ich denn jetzt hier die Einstellung? Ja, du gehst... in deine Optionstaste. Also erstmal musst du raus, dann kriegst du hier. Ach so, okay. Ja, und dann kannst du gleich, please. Wir bekommen auf jeden Fall schon unser Rad, können sprinten und kriegen die Gibby Sounds. Also wenn du Bock hast, kannst du das auf Gameboy Color Sounds ändern von damals. Werde ich bestimmt. Noch finde ich die Mucke gar nicht so schlecht, to be honest. So, jetzt Einstellung, Option, Textspeed erstmal hoch und dann... Battle Style Shift Set. Ja. Aber wir dürfen im Kampf schon wechseln, oder? Ja, klar. Das erhöht nur, dass du nicht instant eintauschst. Ja, genau. Halt, aber ich darf schon drauf reagieren. Ja, klar. So, na dann. Möge Kajiro lange fortbestehen. Ich wurde von einem Merrill angerempelt, ich fühle mich... Angebumst. Ja. Wir sind Family Friendly, haben wir ja eh gekillt, also. Also. Die redet die nicht normalerweise mit uns? Noch nicht. Ah, okay. Die redet noch früh genug mit dir. Ja, ist ja richtig. Ich mach mal weiter Progress, ne? Ich mach das wieder so, wie ich mir das damals auf dem Game Over gespielt habe. Das heißt, den Typen erstmal an. Als ob du dich daran noch erinnerst, komm mal raus. Ja, gut, das stimmt. Also, ich werde aber auch vermeiden, jetzt hier jeden Rotz vorzulesen, oder? Also das ja, nee, das ist schon eine Nutzjocke. Wir wollen jetzt nicht jeden Scheiß vorlesen. Wir wollen einfach nur wissen, welche Pokémon und dann. So, Digga. Oh, warte mal, ich glaube, ich muss mir das noch vom. Ja gut, für mich gibt's nur es gibt für mich zwei Wahlen. Das ist eine Wahl und das ist die andere Wahl, da ich aber ein absoluter Feuerstarter bin. Ja, weil wen möchtest du nehmen? Mir ist es wirklich egal. Ich spiele auch mit Enlivi. Ich habe immer Kanimani genommen, ich habe kein Problem mit Kanimani. Ja, dann nehme ich Feuerigel.
Ja, ich lasse dir den Vortritt, weil womit du dich komfort fühlst, hilft nur mir am Ende. Ey, ich mag auch Kanimani. Ich mag tatsächlich alle drei Starter von denen. Wir machen hier keine Experimente, das funktioniert mit dir nicht. Ich fühle mich hier angegriffen. Spitzname ist natürlich auch Pflicht, ne, jedes Pokémon. Ja, ich weiß, ich habe jetzt nur nicht darauf geachtet, welche männliche, okay. Wie nenne ich denn das jetzt? Aber schon mit Lowercases, oder? Wir machen jetzt nicht hier alles Uppercases. Ja, wie du willst. Ah, okay. Gilbert mit D oder mit T? Mit T. Tomberry, willkommen im Club. Gilbert, mein Freund. Ja, Gilbert, den habe ich gerade ausgesucht, den will ich auch geben, danke. Möchtest du wirklich? Ja, Cherry Grove. Let's do it. Und wir werden auch instant schon wieder gebremst. Naja. Potions. Da kriegen wir Pokebälle. Also, aber wir müssen erst zu Mr. Pokémon vorher. Ja, stimmt, du musst nicht. Hier erst zu dem Typen, der das Lagersystem in der Welt erfunden hat, ne? Nein, das ist Mr. Pokémon, der ist immer nur auf Kuriositäten jagt. Ja, aber ist das auch die Quest hier in Standard, dass du erst, oder ist das nochmal ein anderes Spiel? Du triffst immer den Lagerungssystem, Heini. Ja. Und hier ist es übrigens immer noch Bill. Ja, stimmt, Bill, ja. Ja, so was geschenkte Pokémon angeht, bin ich der Meinung, alles bis auf die Legis können wir ohne Probleme nutzen. Ja, das zählt dann einfach eiskalt, ja. Geschenkt ist geschenkt. Jetzt habe ich auch was der NPC zu mir gesagt hat. Ich glaube, es wird nach meiner Mama zurück. Wir sollen zumindest. Ja, wir müssen sowieso zu Mr. Pokémon, ist das egal. Und was ich definitiv dir gleich empfehlen kann, ist, sobald du das Telefon hier hast, sollte sie auf jeden Fall dein Geld sparen. Weil sie kauft nämlich auch Gegenstände für dich später ein. Und die sind manchmal richtig geil, die Sachen. So, kannst du das jetzt schon? Nee. Kommt also jetzt. Kannst du dich einfach anrufen und dir das sagen? Also, ja, das kommt so oder so automatisch gleich. Ach so, okay. Du musst halt diesen ganzen Mr. Pokémon-Kram halt erstmal machen. Wait a second! So, Leute, ihr könnt ja mal unter dem YouTube-Video reinschreiben, welches Pokémon von wem zuerst stirbt. Was er glaubt. Jetzt ziehen wir den Vortritt gleich und. Achso, wir sollten aber noch kurz, warte, wir sollten noch kurz, bevor es jetzt auch zu Pokémon Fang geht. Wenn kein Zigzags fängt, darf ich. Ich darf Zigzags nicht fangen. Ich darf Zigzags nicht fangen. Ich darf aber ohne, dass Kai seinen Zigzag verliert, das haben wir uns so gesagt, damit es ein bisschen einfacher ist, weil das ja auch eine relativ schwere ROM ist, darf ich dann ein anderes Pokémon noch fangen. Ich darf nur halt das Zigzag nicht benutzen. Ansonsten ist es wie, heißt das Typ, ist das die Typregel, wenn du das gleiche schon hast? Heißt das so? Ja. In der Richtung. Ja, genau. Mal gucken, ob, wie sehr ich mich noch dran erinnere, werde ich bestimmt nochmal so nachfragen, dass ich das jetzt. So, dein Kaugummi mal zuerst, oder? Also, Aha. Ich bin ja noch nicht. Es zählt ja jetzt ja, ich bin auch durchgekommen. Ja, ich bin auch durchgekommen. Achso, ich glaube, hier oben war irgendwo ein Item. Ja, aber da sind wir zu viel in den Counter, Alter. Da ist ein Trank, also. Ah, okay. So, ich habe meinen ersten Fight. Ja, ich seh's im OBS. Hut. Ich habe auch einen Encounter. Ich hab das gefeiert. Das war mein erstes Pokémon, was ich auch damals encountert habe. Das war ein fucking Ratatatata. Gott sei Dank muss ich das noch nicht fangen. Nein, aber ich brauch die EP. Ja, das ist richtig. Achso, Leute, ne? Also die Pokémon sind natürlich alles hier gepatcht. Also für die Sacred Storm nicht kennen, die können dich auch mal eben bamsen hier und träge ich im Graben. Alter, der Tigger hat gerade 7 Schaden gemacht.
Für mich schlechteren Starter für den Anfang. Wie ist das mit Achso, Wesen kann ich mal angucken. Wie ist das mit Healen? Dürfte ich jetzt zurücklaufen nach Professor Elk? Ja, nur im, das, da geht es nur um Ingame. Ja, nein, aber das ist, die Frage ist ja auch, ob wir das machen. Ah, oh, schon wieder Encounter. Och, Leute. Ich hab, ja gut, Spezialattacke, weiß ich nicht. Nicht sehr gut. Spezialattacke ist halt so ein bisschen auf Kanimani. Ich hätte lieber ein hartes Wesen, Leute. Aber gut, sind eh nur 10%. Scheiße. Dass mein Speed, dass mein Init-Wert runtergemacht wird, das kotzt mich am meisten an. Bist du jetzt auch hochgegangen? Oder bist du ja, ich bin zum Item gegangen und habe jetzt noch einen Zigzags gegen mich. Ich muss auch unbedingt reingehen, bevor ich weitergehe. Ich habe nur 9 AP. Also ich bin jetzt erstmal weitergelaufen. Aber hier oben kommt noch ein... So, weil hier kannst du sowieso heilen. Du hast nicht so viele Encounter jetzt auch. Ja, gut, ich bin jetzt auf Stufe 6 geworden. Also. Wenn ich manchmal so ein bisschen träume, dann gucke ich gerade tatsächlich Jimmy zu. Das ist ein bisschen schwierig, dass ich ihm die ganze Zeit zugucken kann. Dann muss ich mal gucken. Ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht einfach über ein OBS spielen soll. Ah, Tatsache kriegen wir hier auch die Angel schon. Die normale. So, keine Ahnung. Ich habe jetzt erstmal nur ein Ratata, was ich ihm auf die Fresse geben muss. Ratatata. Okay, ich habe eher das Gefühl, dass ich auf jeden Fall runnen werde. Meinst du, es ist nur Level 5, ey? Ich bin fast tot, wenn es so weitergeht. Aua, ein Baumpel. Alter, baue keine Scheiße, Mann. Da können wir gleich wieder noch. Ich habe mich sehr fühlen, dass ich gerade in dass ich gerade. Nein, also solltest du jetzt sterben, starten wir nicht neu, das macht überhaupt keinen Sinn. Geh mal kurz ins Menü rein. Guck mal, ob das schon ausreicht zum Beheben. Naja, falsch das. Und jetzt gehen wir wieder raus. Ja. Ja, reicht auch schon aus. Cool. Gut zu wissen. Das kommt halt ab und zu bei diesem Patch mal vor. You're a rookie trainer, right? Let me show you around. Ich gehe mal in der Zwischenzeit schon weiter nach oben, ne? Du bist ja nur gequatscht, kurz. Ja, das wird ja eher jetzt interessant, wenn wir die Pokébälle kriegen. Wie, hast du die Angel denn schon? Ja, die kriegst du gleich dann noch. Ah, okay. Von ihm, Shake. Encounter. No. Lalos. Pengulis fand ich auch immer cool. Oh, ne. Nein, Digga. Da run ich away. Hasenfuß-Taktik funktioniert. Sowieso. Da bin ich ja mal gespannt, ob gleich das nächste Pokémon, geschenkte Pokémon, das hat. Du kriegst nämlich automatisch gleich ein zweites Teammitglied. Kannst du dir gleich dann auch schon mal überlegen, zu was es mal werden soll. Und dann kannst du mal drüber nachdenken. Geh mal nach links, warte, geh mal auf die Stats, ich zeig dir jetzt, daran erkennst du schon, was hoch geht und was runter geht. Blau geht immer runter, rot geht immer hoch. Geil. Und du hast ein stilles Wesen, also Speed geht runter. Spitze-Tech geht hoch. Also Spitze-Tech ist bei der Folge nicht schlecht, nur dass dein Speed runter geht, ist ein bisschen doof, aber aber Blaze ist scheiße. Ist doch Feuermoves, oder nicht? Ja, wenn du Lower Life bist. Willst du Lower Life? Ja, okay. Ja, siehst du, ich habe gar nicht geguckt, was Kanimani hat, aber das hat bestimmt Sturzbar oder so ein Scheiß. Ja, Quiet haben wir ja gesehen. Wo ist das hier? Hier, Guts. Oh.
Oh, Guts ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Das ist nice. Aber weißt du, was ich jetzt mache, Alter? Ich spiele jetzt, auf meinem OBS, Alter. Ich will nicht dabei sein. Los, Tommy, mach mal hier klar das Thema hier. Du bist noch nicht Level 6. Ich bin ja gar nicht auf meinem DS. Das geht ja gar nicht, weil dann sehe ich. Hast du nicht wenigstens das Fenster, wo ich dir mein Zeug schicke und so? Müsstest du dass ich das sehen? Nee, das hab ich da dahinter. Egal. Jetzt geht's ab nach Bill. Nee, immer noch nicht. Immer noch ein bisschen Pokémon, ne? Mr. Pokémon ist richtig und ich bin nicht erfreut, was hier passiert gerade. Ist okay, es ist okay. Please, es ist okay. Es... Ja, jetzt ist die Frage. Und jetzt ist alles wieder gut. Jetzt ist die Frage, wir haben noch keine Pokebälle. Fangen wir neu an? Ja, ziehen wir es durch, oder? Das, wenn die Pokebälle hast, sonst macht das eh keinen Sinn. Wir würden jetzt genau dasselbe wieder machen. Wir haben ja noch nichts. Ja gut, aber du hättest ja auch eine Potion nutzen können. Also, du bist ja selber dran schuld. Du hast ja extra ich konnte. Achso, ja, weil er hat Kugelsaat eingesetzt. Und Kugelsaat ist halt eben... Ja, da habe ich jetzt gerade richtig Pech gehabt. Ja. Also... Jetzt nochmal neu zu starten, macht keinen Sinn. Ja, weil wir Pokébälle haben, ist vorbei. Ey, für den Arsch. Oh boy, Mann, was war denn das für ein Scheiß? Also, da musste ich jetzt aber auch so richtig Pech haben. Weil wie er mich geframed hat und meinte, der bin ich aber gespannt. Ey, Alter, mit der Scheiße konnte ich ja nur gar nicht rechnen. Also, Leute, alle, die darauf gewettet haben, dass mein Schiff, die haben jetzt... Eigentlich eine Umfrage bei Twitch, aber egal, das habe ich jetzt vergessen, daran denke ich, habe ich nicht gedacht. Oh Mann, das war so dumm. Warum muss das jetzt auf mein Konto gehen? Ist aber auf jeden Fall, schon ein bisschen härter, so wenn ich mir überlege, ich sterbe an einem... Was ist denn Bugbite bitte für ein Damage? Ja. Willst du mich verarschen? Was hat denn Kief? Alter, was machen die hier mit mir und Kani Mani, Digga? Die nutzen mich und lassen mich dreckig richtig liegen, Junge. Ein Käfersammler, ich will gegen dich nicht kämpfen. Nee, ich muss nicht kämpfen. Du findest jetzt keinen Trainer hier. Ist das nicht der erste Encounter, der Bugsammler? Nein. Der erste Encounter ist ein Teenager da oben. Aber der ist noch beschäftigt, solange wie du noch nicht bei Mr. Pokémon warst. Also, du kommst an dem nämlich nicht vorbei. Dann. Ja. Alter. Warum bin ich denn so, warum werde ich denn benutzt? So dreckig so. Ich hab die Chance gehabt, kurz vor dem Start zu sterben, kurz vor die erste Stadt. Nimm gleich da oben mit. Der, hab ich schon. Ab die Kokobaum. Hab ich? Achso, scheiße, der, ja. Ich wollte jetzt erst heilen gehen. Weil der Bugbite mir schon einen Schaden gemacht hat. I love Encounters hier. Los, Kanimani, Step Move. Ich will Damage sehen jetzt. Ja, das kannst du dir in den Arsch stecken. Brauchst du eigentlich schon eine fucking Aquaquelle danach und ich noch keine Glut, Alter? Weil Kanimani der pimpeste, billigste Anfangsstarter ist, den du nehmen kannst. Und auch und eins der geilsten Wasser-Pokémon. Na, Alter. Ja, jetzt kommt wieder jetzt kommt wieder das Hydropi-Nerd. Ja gut, das ist ja mein persönliches Favorite, wobei es wirklich strong ist. Boah, ein Trassler, Alter, wollt ihr mich verarschen? Ich hab keine Bälle, Mann. Gib mir Bälle. Ja, was würdest du nehmen bei einem Trassler? Es hat ja mehrere Entwicklungen mittlerweile. Ich glaube die Psychoentwicklung hier, wo die sind beide Psychoentwicklungen. Aber wie heißt denn die Schwebedame da? Gardevoir. Gardevoir, genau. Ich würde tatsächlich Galagladi bevorzugen. Aber kann das nicht auch Kampf? Ist das nicht auch Halbkampf oder so? Ja, genau. Das hat also Psycho-Klinge und sowas. Naja, genau. Ja, komm, ich mach's mal auf Level 7. Ja, noch können wir ja. Level Cap ist 5, dann plus 2. Ich bin, ja, nur wenn du zu weit vorlevelst, dann passiert es schnell, dass du dann
Ja, wenn ich den die TP-Teile schon von wieder zurückgelaufen, nein, den kriegst du dann später noch. Also. Oh. Warum muss ich denn jetzt Poison kriegen, Digga? Ich fühle das doch nicht. Ich renne jetzt durch ein bisschen Pokémon. Alter, wenn das mal sterben würde, bitte. Ich komme aber nicht nach Mr. Pokémon, wenn ich Gift habe. Ja, das ist richtig. Und ich muss nicht schon wieder sterben. Ja, ich muss mich nicht hoch sterben. Nee, also dritte. Das ist jetzt Strike 1, weil Strike 3 ist Neuanfang, egal was gerade ist. Also, hast du eine Idee, welches Pokémon du gleich geschenkt kriegst? Nee, ich wusste bis jetzt gerade noch nicht mal, dass wir Pokémon geschenkt kriegen. Hat mehrere verschiedene Entwicklungsstufen. Reicht das denn nur? Du meinst Abzweigung? Ja. Boah, keine. Hä? Was soll denn das sein? Das haben doch auch ein paar. Nee, reicht mir tatsächlich nicht, keine Ahnung. Auf Englisch heißt das Eevee. Ach, Evoli. Ja, Gott, wie konnte ich denn Evoli vergessen? Und da können wir uns gleich entscheiden, wer was nimmt. Ne? Also, wir können nicht beide selber Entwicklung nehmen. Nee, das sowieso nicht. Und hier war es, glaube ich, so, dass du ihm ein Item gibst, je nachdem, was du entwickelt haben möchtest. Aber da muss ich tatsächlich Real Talk nochmal nachgucken. Das weiß ich aber das kann doch bei Tia. Hey, aber das ist doch normal, oder nicht? Mit dem Stein, oder? Cricket Dude. Nee, nach Tara zum Beispiel wird durch. Ja, genau, aber ist das immer noch so? Oder das was? Ist hier nicht so. Achso, okay. Hier gibt es ein Item, wenn ich. Ja, wie viele Encounter einfach? Ja, die wollen dich hier hart. Ist halt wirklich so. Du bist mein Angstgegner, dich will ich nicht. Verstehe ich sehr gerne. Kein Planer. Achso, ich habe eine Frage. Nehmen wir eigentlich Wasser an den Routen als eigenen Encounter oder zählt das zur Route? Das zählt zur Route, außer wenn du jetzt zum Beispiel in der Stadt bist, kannst du das halt als extra Route nehmen. Okay, aber ich kann jetzt nicht an einem See die Angel rausnehmen und mir so noch einen Encounter schieben. Wenn das nicht, wenn du schon, ja, genau. Muss ich dann halt entscheiden. Oh, what, boy? Schon wieder tot? To me. Nein, die Encounter, jeder Schritt hier. Die wollen mich, die jagen mich. Ich bin gleich Level 8, Alter. Ich muss mal nach Mr. Pokémon, Alter. Und ah, Encounter. Macht ordentlich Damage. Oh nein, nen C-Dot. Ja, gut, aber der macht dir jetzt nicht so viel Schaden. Ich habe deine Maus da rausgeregt, übrigens, aus dem so, ja. Von deinem DS. Ja, ich gucke halt nur links, ne? Da habe ich die rechts nicht gesehen. Alter, das ist aber auch hier. Oh, wie ist denn das nochmal? Das wäre auch nicht so schlecht. Ja, ich finde es für ein Käfer-Pokémon schwierig. Es ist halt Wasser. Für dich wäre es halt gut, Wasser-Käfer, aber da gibt es bessere Wasser-Pokémon, die du dir fangen kannst. Na gut, das ist Garados, was wirklich jeder hat. Ja, das stimmt. Wenn ich nicht. Okay, wow. Quiparak. Ich habe noch nie mit Ariados gespielt, tatsächlich. Oh, ja. Voltula und Voltula Firecard. Hallo, Sonia. Ja. Sollte dich die Story interessieren, musst du halt lesen, ne? Ist ja sonst normalerweise nicht hier. Ja, da würde ich, ob ich gleich das Fenster mal kurz machen. Nee. Hier ist gerade ziemlich kalt geworden, ja. Oder es ist die Müdigkeit. Eve ist auch männlich. Oh komm, auf dem letzten Schritt noch ein dreckiger Encounter. Lotote. Erstmal nehme ich hier oben den Apikoko mit. Wie heißt es? Piotr? Ich habe den Namen schon mal gelesen, aber. Peter auf Osteuropäisch. Wüsste ich es besser eingefallen. Ist your name Kajiro by chance? Ich eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, was ich mache. Und ich weiß auch gar nicht, was du von mir willst. Hey, Eich! Und ich bin keiner. Ich hab'n Eevee, Mann. Oh, ja. Was?
also. Oh, warte mal, wie sieht das aus mit Mystery Egg eigentlich? Das ist ja genau das gleiche. Dürfen wir das dann nicht einsetzen? Nee, da ist es egal, weil du kommst dem ja nicht entgegen. Also